Einen wunderschönen guten Tag von jetzt allen Sportsasserwählen, der Starkhalte Mann aus dem Internet. Und diesmal habe ich sogar Unterstützung von zwei feigen Hühnern, nämlich von meiner Frau, die gerade hinter der Kamera steht, und von meinem Schwager, der gerade in der Ecke steht. Aber den sieht man anscheinend gerade, wurde mir gerade von hinter der Kamera gesagt. Du darfst jetzt nicht winken. Hallo. Die beiden wollen heute ein bisschen Locklift machen und ich zeige denen das ein bisschen. Und da kann ich euch gleich eine Information zu geben. Wenn ihr Bock darauf habt, auch Locklift mit mir zu machen. Ich habe am 15.06. ein Seminar zum Thema Locklift in Herzberg am Harz. Mehr Informationen kriegt ihr unter meinem Instagram oder bei diesem wunderschönen Flyer, den ich jetzt hier einblende. So, und jetzt geht's erstmal los mit dem Video. Und ich mache nebenbei ein bisschen Quartertraining und sterbe wahrscheinlich. Mal gucken. Also, ich guck mal, ich setz auch mal von der Seite an. Versuch's mal ein bisschen stabiler zur Brust zu ziehen, dass er nicht so viel Bewegung in den Armen ist. Ja, jetzt richtig ran, festmachen und genau. Sehr schön. Jetzt können wir doch jetzt schon mehr Gewicht nehmen. Dafür, dass du am Anfang gar nicht hochgekriegt hast. Altersbedingt. Und jetzt du? Er zeigt seine schönste Seite. Okay. Mal nochmal. Ja. Was du noch machen könntest, wäre den Lock oben noch ein bisschen weiter Richtung Kopf in Ablage. Wobei, ja, das kommt schon ein bisschen besser raus vom Schwerpunkt. Okay. Weil der ist halt ein bisschen dünner als der andere. Aber sonst sieht das doch schon richtig gut aus. Mal 180. Guck mal, ob das die gewollte Zeitersparnis bringt. Drei Sätze weniger, dafür mehr Reps. Mal was anderes probieren. Nein. 180 reicht. Ich bin alt und gebrechlich. Dann reichen 180 Kilo für 8. Richtig. Timer stellen. Schön ran, rum, und jetzt richtig pushen und gleich durchschieben. Und durchschieben, komm. Explosiver. Aber kurz durch. Du hast auch den Lock noch nicht richtig hoch gehabt, bist du schon wieder in die Hocke gegangen. Ja. Also du musst wirklich hoch an den Körper und dann am Körper dranbleiben. Jetzt du. Jetzt kommt Mutti. Jawohl. Da kannst du aber noch was drauf machen eigentlich. Die 8 Reps funktionieren echt gut, aber mein Rücken krampft heute wie Sau. Meine Frau macht gerade wieder Blödsinn hinter der Kamera. Da traut sie sich immer, aber wehe, sie steht mal davor. Wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Oh, das letzte Kreuzhebetraining hat dem Rücken ganz schön einen beigebogen.
was das angeht, aber mal gucken, wie es nachher läuft. Da versuche ich auch 8. Jetzt muss ich noch 2 Sätze machen. Und dann gucken wir uns jetzt noch ein bisschen Locklift an. Von Benny und von meiner Frau. Eigentlich müsste ich die so quälen, dass sie sich nicht mehr bewegen kann. Ich habe nicht meinen Namen, meine Frau. Benny und meine Doch, die kennen dich alle, Just Betty. Madita, Friedhelm sagt ständig deinen Namen. Ja, Friedhelm. Er hat Friedhelm gesagt. Ja, und jetzt unten richtig so schnell wie es geht hoch. Ja, aber siehst du? Das war jetzt viel zu leicht. Sehr, die 5 Kilo mehr gehen auch. Was wolltest du jetzt machen? Ja, dann sind es 30. Ja. 25 Kilo über Kopf, bitte. Das waren jetzt 55. Kannst du hier im Bild bleiben, das macht nichts. Die Leute freuen sich, wenn sie mal was Hübscheres sehen als mich. Hast du Kontakt? Ja. Heute für Sie vor der Kamera 1 Pfund Zwiebel mit. Genau wie eben, schön konzentrieren, richtig zum Körper hinziehen. Los. Schaffst du, komm. Und durch damit, komm, weiter, weiter, weiter. Siehst du, sag ich doch, 30 Kilo, kein Thema. Sehr gut. Rückenkrampf. Und du machst jetzt deine 55. Habe fertig. Zumindest die erste Übung. Aber es ging besser als ich dachte. Jetzt kommt Sport im Liegen, das ist einfach. Ja, schön hoch, ran zum Körper, starker Umsatz, sehr schön. Und jetzt alles raus aus den Beinen. Und durch damit, komm, weiter, weiter, weiter. Du wirst immer so lahm und aus dem Ding raus. Muss schneller werden. Komm, probier nochmal. Komm, gleich nochmal. Jetzt weißt du, woran es gelegen hat. Jetzt kannst du es besser machen. Rum damit, genau. Jetzt. Ja, jetzt machst du ein bisschen Vorlage. Mal, jetzt mach kurz Pause. Es nimmt sonst die Luft weg. Jetzt bist du ein bisschen nach vorne gekippt. Ja. Ja, die Ellbogen ist okay, die sollen drunter stehen. Aber er ist gerade in die Hocke gegangen. So, und ist dabei ein bisschen weich geworden. Echt, die hören mich doch. Die haben es doch sein gesehen. Nein. Also was er gerade für Fehler gemacht hat, in Anführungsstrichen, als er in die Knie gegangen ist, ist die Brustwirbelsäule leicht rund geworden. Dadurch hat er ein bisschen Vorlage gekriegt und die Balance verloren. Und dann kann man natürlich den Push überhaupt nicht mehr umsetzen. Das würde auch viel zu viel Kraft kosten, das auszugleichen. Da ist es auf jeden Fall besser, den Lock kurz abzulegen und nochmal neu zu versuchen. Nachdem wir jetzt gerade ganz erfolgreich schon den Locklift trainiert haben, machen wir jetzt so ein bisschen Farmer's Walk. Benny läuft jetzt gerade mit 2x35 Kilo, das sind die Riot Handles aus dem Strength Shop. Und meine Frau Madita wird gleich, Madita, mit den 2x10 Kilo die gleiche Strecke laufen. Das sind jetzt ca. 40 Meter, die jetzt zurückgelegt werden. Man darf aber nicht vergessen, es ist ein sehr unebener Boden.
und Steigung und leichtes Gefälle zur Seite. Also was das angeht, ist das echt eine Herausforderung. Also, da ist schon etwas schwerer, Hartmut quasi. So, geht das auch schneller? Ja. Das ist auch Walk und nicht Run. Stimmt, das heißt Farmers Walk und nicht Farmers Run. Benni übt schon mal fürs Hotel Art und als Kofferträger. Du bist dran. Ich sag's dir auch nochmal. Also da, wo er steht, ist Start. Und der zweite braune Zaunpfosten. Bis dahin sind 20 Meter. Da ist die Wende. Also da, wo das Nicht-Hinkacken-Schild ist. Bis zu dem Nicht-Hinkacken-Schild, da ist Wende. Straßensperrung. Was denn jetzt? Was tut weh? Ja, das wird nicht besser. Aber da gibt es einen ganz einfachen Trick, den sagt ja jeder Strongman, wer schneller läuft, muss nicht so lange festhalten. Siehste, siehste, siehste. Das ist wie früher, zum Kühlschrank. Komm, das geht schneller. Wogenden Schritt, das kommt sie wieder zurück. Sehr schön. Also theoretisch könntet ihr da auch noch ein bisschen Gewicht drauf machen. Benni wird noch ein bisschen schneller und du machst noch ein bisschen schwerer. So, ich muss jetzt auch noch ein bisschen Training machen. Das heißt wieder Bankdrücken. Hier werde ich aber bei den 8 Sätzen bleiben. 8x6 mit 160 heute. Mal wieder. Das gleiche wie Montag. Der Rücken krampft doll. Oben. Latissimus. Aber naja, gut. Es wird auch nicht besser. Kniebeuge lief aber trotzdem ziemlich gut. 5x8 mit 180, also 40 Reps. Das macht im Endeffekt keinen großen Unterschied, ob er jetzt 8x5 oder 5x8 macht, außer zeitlich, weil das Gesamtvolumen der Workload ist halt einfach der gleiche. Das heißt, auf die Hypertrophie und so weiter habt ihr die gleichen Effekte und deswegen macht es keinen Unterschied. Macht es, wie es für euch zeitlich besser hinkommt und wie ihr es ausdauertechnisch gut schafft. Bei mir hat es heute ganz gut geklappt, sogar mit 4 Minuten Pause, also von daher alles im Rahmen. Gucken, wie es jetzt auf der Bank wird. Heute ist die Schulter auf jeden Fall deutlich besser als beim letzten Mal. Vielleicht ist das mit weniger Beugen, also weniger Sätze, dann auch für die Schulter etwas entspannter. Ja, und dafür macht der Rücken halt heute Zicken. Irgendwas ist immer. Noch lebe ich, aber es ist nur eine Frage von Minuten. Das ist jetzt der letzte Satz mit 160 Kilo. Der Rücken krampft, aber beim Bankdrücken stürzt Gott sei Dank nicht. Ich bin mal gespannt, wie sich das gleich da beim Kreuzheben verhält. Aber bisher funktioniert es ganz gut, auch wenn ich heute keinerlei Zeitersparnis habe. Da war ja heute ein kleines Extra-Training hier nebenbei hatten mit dem Locklift und Farmers Walk. Das hat ja ein bisschen Zeit gekostet, aber was tut man nicht alles für die bucklige Verwandtschaft? Da lacht der Schwager. Nee, ist halt so. Man muss auch mal ein bisschen was anderes machen. Beim nächsten Mal wird es wieder schneller. Aber wie gesagt, ich bin sehr zufrieden, dass die 5x8 Kniebeuge doch so gut funktioniert haben. Wenn das beim Kreuzheben auch so ist, alles super. Nächste Woche mehr Gewicht, damit es noch mehr wehtut. Aber jetzt machen wir erstmal den letzten Satz für heute auf der Bank. Meine Freunde, ich hoffe, der Rasenmäher da draußen ist nicht so laut. Mein Nachbar macht gerade Gartenarbeit, aber das gehört halt dazu. Das Wetter wird schön. Und was macht der Deutsche? Entweder macht er einen Grill an oder einen Rasenmäher. So ist das. Ich habe jetzt die Kniebeuge und das Bankdrücken durch. Ich habe mit meiner Frau und meinem Schwager ein bisschen nebenbei ein bisschen Coaching gemacht. Das lief ganz gut. Locklift und Farmers Walk haben die schon sehr gut hinbekommen. Natürlich waren die Gewichte noch moderat. Man muss ja erstmal anfangen. Aber, sagen wir so, haben sie schon gut gemacht. Ja, muss auch mal einen Daumen hoch machen.
Aber wie gesagt, wenn ihr Bock auf sowas habt, mein erstes Seminar findet am 15.06. statt. Ich sag's nochmal, in Herzberg am Harz. 50 Euro pro Person, 15 Plätze sind frei. Das Ganze wird ca. 3 Stunden dauern. Wir werden uns um den Locklift kümmern, um die verschiedenen Möglichkeiten, wie man einen Lock bewegen kann. Wie sollte ein Lock aussehen? Welche Maße sollte er haben? Und. Ich werde auch einen leichten und einen schweren Lock mitbringen, wenn das vonnöten ist. Deswegen auch für Frauen geeignet, die mal reinschuppern wollen, das Ganze. Ich freue mich auf euch. So viel sei schon mal gesagt. Also meldet euch an, brocken.coaching@gmail.com. Ja, es ist noch ein paar Wochen Zeit. Ich hoffe, ihr seid alle dann da, motiviert und wir haben ein richtig geiles Training zusammen. Ich werde jetzt noch ein richtig geiles Kreuzheben machen. Mal gucken, wie es der Rücken jetzt dazu sagt. Beim Warm-up gerade ging es, was ich mal sehr amüsant finde, weil der Rücken krampft echt wie Sau. Aber jetzt gerade stört er zumindest nicht. Und wie immer werde ich versuchen, die erste im Double Overhand zu heben und da sind die Zughilfen, genau, die anderen dann mit Zughilfen. Diesmal werde ich versuchen, 5x8 zu machen, das beim Kreuzheben richtig fies ist für mich. Naja, drückt mir mal die Daumen. So, die Uhr mache ich heute mal ab, die habe ich eh nicht angemacht. So, jetzt werde ich noch mal kurz durchschnaufen und dann geht's los. Ja, ich gebe zu, heute ist es echt warm. Sogar in der Kamera war es gerade zu warm. Deswegen der dritte Satz wurde leider nicht gefilmt. Allerdings ist mir was aufgefallen. Ha, Fuchs, wie ich bin. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen auf. Ich wollte ja 195 Kilo machen und habe mir gerade so meine Hantel angeguckt nach dem dritten Satz und dachte, irgendwas stimmt da nicht. Und nach genauerer Betrachtung fiel mir auf, die weiße Scheibe, die 5er, müsste eigentlich eine schwarze 2,5er sein. Also mein Hauptrechner da oben läuft wohl auch nicht so rund. Also habe ich jetzt schon mal 3x8 mit 200 gemacht statt 195. Deswegen war das mit dem Double Overhand auch ein bisschen schwerer anscheinend. Deswegen habe ich den dritten nicht so gut gehoben. Egal. Machen wir jetzt halt gleich mit Zughilfen weiter. Passt schon. So, das Auge schwitzt mit. Ah, das brennt ein wenig. Egal, los geht's. Ich gestehe, ich bin fertig. Ich habe jetzt 4 Sätze gemacht. Und ja, das hat ganz schön reingeballert. Man sieht, glaube ich, auch, ich bin am Schwitzen wie eine Sau. Keine Ahnung, 30 Grad draußen oder so. Ja, es sollen heute nur 21 werden, sagt Alexa, aber der glaube ich nicht mehr, schon lange nicht mehr. Es ist so knallerheiß heute. Kreislauf und so weiter geht gut ab. Und Puls. Ja, der Körper kommt gerade ans Leistungslimit, also es ist noch kein Muskelversagen oder sowas, aber man merkt auch das kardiovaskuläre System und so weiter, kommt so langsam ans Leistungslimit. Aber ist cool, ja, weil nur so kann man die Leistungsgrenze auch nach oben verschieben, wenn man auch dahin kommt zur vorherigen, weil sonst muss sich der Körper ja nicht anpassen, wenn man nie dahin kommt. So funktioniert das ja mit der Anpassung. Ja, ich muss einen Reiz setzen, der die Möglichkeiten des Körpers ausreizt, eventuell leicht übersteigt, damit er sich anpasst und beim nächsten Mal mehr leisten kann. So simpel kann es sein, aber genauso ist es. So, jetzt werde ich die Musik anmachen, meinen Beißschutz rein und dann reiten wir zum letzten Angriff.
Alter, bin ich im Arsch. Das hat reingeballert. Jetzt wollen wir kurz ein bisschen Pause. Ich habe fertig. Fix und fertig. Jetzt muss ich echt mal ein paar Minuten erstmal in mich gehen, wieder zur Luft kommen. Alter Schwede, das hat reingeknallt. Richtig geil. Aber ich weiß nicht, ob sich das bei den Temperaturen hier drinnen. Ich weiß nicht, ob ich beim Kreuz ziemlich ein bisschen runtergehe. Statt 5x8 nur 3x8 oder so. Weil, ich muss mal gucken, weil der Rücken krampft ja eh noch. Gucken, wie es jetzt nach dem Training wird. Also es war auf jeden Fall geil. Hat Spaß gemacht, wird auch seinen Effekt bringen, aber zu viel ist halt auch nicht gut, wenn der Reiz zu groß wird. Muss ich halt jetzt mal wieder ein bisschen austesten. Weil, wo ich das letzte Mal Korte richtig gemacht habe, war ich fast 10 Jahre jünger. Das macht doch schon immens was aus. Oder 8 Jahre jünger. Ja, ich glaube 10 Jahre jünger tatsächlich. Und das ist, also es macht mich echt fertig. Ich sage ja, Korte ist ein harter Plan. Egal, ob er jetzt 8x5 oder 5x8 macht, das ist beides hart. Es ist verdammt viel Workload. Also heute zum Beispiel der Workload 22.880 Kilo. Ist krass, ist echt viel. Und wenn ihr das dreimal die Woche macht, dann habt ihr 66 Tonnen. Das ist böse, das ist richtig böse. Deswegen, ich muss mal gucken. Trotzdem bin ich zufrieden. Ich bin richtig im Arsch. Ich schwitze. Ich bin überall aufgepumpt. Die Klamotten sind klatschnass. Also geiles Training. Meine Frau, mein Schwager da gewesen. Locklift-Training war auch mega gut. Und Farmers Walk, wir konnten mal ein bisschen reinstuppern. Also mein Schwager, meine Frau hat das ja schon mal gemacht. Meine Frau hat 30 Kilo im Lock gemacht. Mega gut. Und mein Schwager auch. 50 Kilo fürs erste Mal. Dafür, dass er auch gerade ein bisschen Schulterprobleme hat und so. Geil, er ist ja eigentlich Kampfsportler, von daher schon gut, schon echt gut. So, aber für mich reicht das heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da und einen Daumen und meldet euch beim Brocken-Coaching-Locklift-Seminar an. Ja? Ich möchte dich, genau dich, dich da hinten, ja? Du, die du immer meine Videos anguckst, dich möchte ich da sehen und dir den Locklift beibringen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, weiter viel Spaß beim Sport. Brocken-Roll!